So, und damit herzlich willkommen zurück zum DLC von Hollow Knight zusammen mit dem Grimm und Verti. Jetzt hören wir ein paar Geschichten. Geschichten aus dem Polanergarten. Hänsel und Gretel verirrten sich im Zirkus. Sehr gut, das Kind brennt voller Flamme. Der Meister wartet auf dich. Gut, Geschichten erzählen. Okay, wieder. Auf geht's. Weißt du was? Grimm, vom Design her, passt so unglaublich gut ins Hudspin Hotel. Ja, das ist so wahr. Oder halt im, wie ist das andere? Herr Luverboss. Ja, yeah, da, absolut. Absolut das gleichen Artstyle. Liebe es. Wie habe ich den gesprochen? Kannte ich. Ich kann sie spüren. So? Nicht ganz so kantig. Die Wärme der Flammen, die du zusammengetragen hast. Denk mal, wenn du ihn sprichst, an Fully. Der ist ganz schön kantig. Ich kann sie, die Wärme der Flammen. Ein meisterhafter Öffnung sagt, die Luft bebt nur so vor Spannung. Woo, yeah, wow. Ich kann's liebes spielen. Kind, das hast du gut gemacht. Lass deine Flammen noch heller leuchten. Noch heller? Heller. Soll ich jetzt noch 5 finden und danach noch mal 10? Ich zeig's dir. Schön, ja. Das Kind ist gewachsen. Von unter dem Jüngling zum tödlichen Companion. In diesen gefährlichen Landen wird seine Unterstützung zweifellos willkommen sein. Greift er jetzt mit an? Jetzt schießt er. Vernachlässige nur nicht unseren Tanz, denn auch er dauert an. Jage weiter nach der verstreuten scharlachroten Essenz. Na super. Wenn das Kind dann wieder vor Flamme strotzt, kehre zur Bühne zurück und die Vorstellung wird beginnen. Okay, Kind. Ey. Ich will mit dir... Guck mich an, wenn ich mit dir rede! Dann halt nicht. Dann reden wir halt nicht miteinander. Ich geh einfach. Scheiß auf dich, Kind. Wie viel musst du jetzt holen? 10. Guck mal auf die Karte. Hast du es gesehen? Oh, das ist gar nicht um die Ecke. Also eins. Das ist auch um die Ecke. Eins. Das ist auch relativ um die Ecke. Das ist alles um die Ecke. Gut, schießen wir uns erstmal in die Richtung. Dann machen wir kurz die Grimm, Leute. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was du am Ende von dem DLC bekommst. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, einen Sockel, also einen Talisman-Sockel, Plastik. Nicht da rein? Ist vorbei. Ich erinnerte mich übrigens an eine Sache. Und zwar, dass die Kämpfe eigentlich schwer waren. Hilfe! Hilfe! Nee. Hilfe! Danke. Oh, one hit? Oh, nee, doch nicht. Da ist er. Da ist er doch. Ja? Nicht? Rechts lang. Da ist er. Oh ja, der existiert, der macht Schaden. Oh ja. Jetzt weiß ich wieder, warum die teilweise schwer sein könnten. Tommy, meine Taktik, erinnerst du dich? Oh. Oh ja, das wird nichts. Oh,
Oh. Weiß ich. Oh. Weiß ich, da kommt noch mal einer. Warum bist du gesprungen? Das ist ein gleicher Grund, warum ich jetzt gerade nicht angegriffen habe. Welcher Grund ist das? Der ist geheim. Oh, wenn ich das DLC mache, krieg ich bestimmt den Angriff. Den Sprung, wo ich mich erst in die Erde eingrabe und dann hochspringe. Richtig! Gott sei Dank, endlich. Ich meine, wenn wir schon mal da sind. Und verloren. Ich hab's jetzt schon gesehen. Ich würde ehrlich gesagt einfach hier stehen bleiben und aufladen. Oh, das ist schon ein bisschen früher. Und das auszuweichen ist ja nicht schwer. Das auch nicht. Sein Gelach ist genauso nervig. Ich hab losgelassen. Aber zu spät. Oh. Kannst du sehen, wenn er das macht, hindashen und den Schlag machen, oder? Nein, nicht so. Nur nicht machen, wenn er dasht, dann hast du ein Problem. Er muss erst stehen bleiben. Kurz, du musst noch ein bisschen warten, ja. Oh. Ich habe nicht nach unten gedrückt gehabt. Ja, hab ich gesehen. Bleibt lange stehen danach. Ja. Ja, das ist so die Strategie. Hätte ich das gewusst, hätten wir den Königspass jetzt erst gemacht. Wir sehen uns beim nächsten. Ja, denke ich mal. Und jetzt müsste er hier sein. Ich gebe mir echt auf den Piss. Also ja. Oh, das war nicht der Dash. Fucking Shotgun. Jetzt kann der Kleine wenigstens auch mal drauf schießen. Ich sollte jetzt nach oben, glaube ich. Ey! Da lacht er dich aus. Ey, ich bin gedasht. Ich schwör's. Und dann gucken wir einmal ganz kurz zu dem darüber. Und dann sehen wir uns zum nächsten. Jetzt gucken wir zusammen darüber. Warte, zurück, stopp. Da war doch jemand. Was machst du, Alter? Das ist eine Quelle. Stimme richten und dann geht's los. Der Haube flattert. Wieder treffen wir uns, mein kleiner Freund. Hier habe ich endlich meinen Frieden gefunden. Zweimal habe ich diese Welt gesehen, aber mein Dienst hat mir wohl die Erlebnisse meiner ersten Reise entrissen. Ich bin dankbar, dass ich ihre Schönheit noch einmal erleben durfte. Heilandsnest
ist gewaltig und wundersam. Aber keines seiner zahlreichen Wunder, die ich gesehen habe, war so faszinierend wie du. Ha! Meine Schmeicheleien werden nur mit stummem Gleichmut erwidert. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Unglaublich. Zeuge! So lange gelebt zu haben und sich doch an so wenig zu erinnern. Vielleicht sollte ich dankbar sein. Alle Tragödien ausgelöscht. Ich sehe nur Wunder. Ich hatte nicht Erinnerung, sitzt du gerade? Ich habe mich hingesetzt, ja. Automatisch? Nein, hier ist hinsetzen. Ach, da steht er. Ich krieg noch ein Schief, wenn du dich 10 Stunden hinsetzt. Wahrscheinlich. Nein. Kommt mir bekannt vor die Stelle. Woher? Wir haben gerade eben das Short angesehen, Wirti. Welches Short? Das Short, Wirti. Das Short. Das ist Short. Hast du noch was für uns? Glaub nicht. Nö. Du brauchst noch 6 weitere. Pass auf! Oder nicht? Oder kommst du von hier wohin? Was? Hä? Also du... Sag mal dann. Nein, sag mal dann. Ja, er hat mitgeschossen. Oh nö. Ja, aber unten links kannst du ein bisschen besser stehen. Das? Hm? Meinst du das hier? Aua. Ja, das hier. Ja. Wir haben jetzt 2 Minuten vorbei, hatte er den Kampf schon wieder nicht mehr drin. Ja, ehrlich. Ah! Oh Gott. Hatte ich mich in der Station des Königs auf die Bank gesetzt? Weiß ich nicht. Ich hab Angst, es auszuprobieren. Das ist immer ein Kackplatz. Das ist ein Kackplatz. Er steht aber auch immer kacke. Die machen 2 Schaden? Nein. Du hattest 1 Herz. Oh, ich hatte nur 1. Ist das ein Nein? Das ist ein Nein, oder? Links runter. Hey, du bist doch da, oder nicht? Oh. Vielleicht auch nicht. Ist gerade haarscharf von den Viechern vorbei. Was ist denn deine Leiche? Gute Frage. Im Ernst, wo ist er? Ich hab keine Ahnung. Muss irgendwo unten sein. Nicht sterben, das waren 4, das sind doch 4000 Geo. Wo war ich noch? Halt dich. Warte. Willst du nicht lieber deinen Kumpel, deinen Geist finden? Da ist er. Bevor du stirbst. Jetzt. Nein. Stell dich, ich bin im Wasser. Oh. Ich habe das Ding nicht mehr kommen sehen gerade. Ja, das ist immer der noch nachkommt.
Links. Achso, da. Natürlich dasht er genau dann. Das ist ein Geo als Schutzschild, keine Sorge. Das Dashen aber auch einfach nicht funktioniert. Ein geduldiger sein. Oh mein Gott! Geduldiger! Lass ihn jetzt angreifen. Jetzt kannst du. Du musst halt nicht mal dashen, du kannst einfach rüberspringen, der ist so lange da. Ich wollte definitiv rein dashen. Ah, Gott. Wie soll, wo soll ich landen? Daneben. Und fertig. Ja, aber als ich hier war, war der Schuss genau unter mir. Als ich hier war, war der Schuss wieder genau unter mir. Und in der Zeit habe ich, hab ich das Stück hier überbrückt. Gut, gut, gut. Mach das nicht, Leute. Das ist nicht cool. Ständig hier rausquitten, also. Nee, im Endeffekt spart es halt nur Zeit. Ja, weißt du, was sinnvoll gewesen, was sinnvoll wäre? Ein Homeward bauen? Ein Homeward bauen, den man nicht für 900 kaufen muss, sondern für 200 von den Dingern. Hey, was ist die 900? Der Homeward bauen in Hollow Knight kostet 900. Was für ein Homeward bauen? Oh, du hast recht. Oh, Manege frei. Wunderbar, wunderbar. Meine Sippe ist hier und die Zeit ist gekommen. Oh, dieses segnende Feuer, es birgt das Ritual. Es birgt das Ritualsversprechen. Schnips. Manege frei. Tanz mit mir, mein Freund. Das Publikum wartet. Zeig ihnen, dass du einer Hauptrolle würdig bist. Ich werde sowas von verlieren. Wirst du, ja. Du wirst sowas von verlieren. Eigentlich soll ich dir erzählen, warum du verlieren wirst. Weil es der schwerste Boss ist. Nein, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, aber er ist halt echt hart. Er ist echt aggressiv. Ich habe eben Cheese besiegt. Also, es war eine Taktik. Cheese ist ein bisschen. Ist nicht richtig. Oh mein Gott. Damit bist du tot. Das ist absolut richtig. Er ist so edgy. Aber immerhin darf ich meinen Dings behalten, mein kleinen Kumpel. Aber natürlich nicht im Kampf. ich kann meine 4000 Seelen hier vorne wieder einsammeln, richtig? Richtig. Das ist sehr nett. Das Spiel ist überraschend nett. Ja, dachte ich mir auch gerade. Gut, jetzt haben wir das DLC soweit. Ja, was machen wir jetzt mit dem Kampf? Jetzt haben wir das DLC soweit, dass wir... Das nicht brauchen. Das war das eine, was ich gerade rausgeschmissen habe. Ich weiß nicht mal, ob du den Kleinen mitnehmen musst. So, weiß ich, was man keine Ahnung. Du willst den Kampf nochmal versuchen? Let's go! Leute, lehnt euch zurück. Entspannt euch. Es wird ein bisschen dauern. Die unzerbrechliche Stärke macht nur den Nagel stärker, richtig? Glaube. Okay.
kann noch mal gucken. Guck bitte noch mal nach. Stand da aber nicht. Vielleicht muss ich mehr lesen. Vielleicht musst du mehr lesen. Das sind die komischen Leute. Irgendwas ist mit Hollow Knight gerade Phantom nicht richtig. Es lädt nicht. Jetzt. Der fragile Stärke hat keinen Einfluss auf den Schaden von Nagelkünsten, scharfe Schatten, Traumschild und Dorn der Qual. Das geht also nicht nur auf die Nagelkünste. Nein, nicht mal da. Nur bei normalen Schlägen anscheinend. Boah, ist das traurig. Was irgendwie dämlich ist, weil die Nagel... Es ist ein extrem mächtiger Talisman. Er bietet dauerhaft einen ähnlichen Nutzen wie Furore gefallen, ohne dass man ihn nur noch eine Maske haben muss. Alter, eine Kombination aus dem und Furore der Gefallen, also Red Tearstone Ring, macht den Schaden um 162,5% höher. Alles klar, dann ist es wahrscheinlich in dem Moment stärker als aufladende Schläger. Absolut, du hast ja nur eine Maske. Ich habe nur eine Maske. Achso. Nee, der aktiviert sich bei einer Maske. Achso, ja. Also warte, ich habe das stabile Ding rausgemacht. Das muss auf jeden Fall auch noch rein. Kannst du auch Schnellfokus ist halt auch sinnvoll teilweise. Nehmen wir noch die Donnerquell rein. Und hoffen, dass wir den nicht damit nehmen müssen. Schneller Hieb ist anscheinend eine gute Kombi mit dem mehr Damage. Er gibt dir Sinn. Mehr Schläge, mehr Damage. Gehst du hin? Ganz kurz ein bisschen Seele auffüllen. Oh, du kannst auch mal. Das haben wir ganz vergessen. Bei den Larven rüber gucken. Oh ja. Alles klar. Ist gefährlich hier geworden. Beruhigt euch. Wir sind links. Aua! Alter! Tut ja wieder Tiger weh. Oh, Alter, du wirst nicht wissen, was gerade passiert ist. Er hat sich in deinen Sack verfangen. Fast. Ich wollte ihn auf den Schoß nehmen, weil er wieder hergekommen ist. Und dann hat er die Krallen draußen auf meinem... Überraschungsbeutel. Scheiße, schmerzhaft, Alter. Es fehlen noch drei? Keine Ahnung. Hinter uns sind auch welche. Es sind noch drei. Hui. Oh, hier hinten sind noch welche. Da fehlen noch ein paar mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wo zählst du 5, 6? Okay, ja, da hinten hast du einen. Achso, im Hintergrund hier. Ja, und links hast du auch welche im Hintergrund. Oh, okay. Ich denke 6, aber ich weiß es nicht. Alter, Junge! Hör doch gar nicht mehr auf! Das ist meine gute Seele. Oh, cool, danke. Oh mein Gott! Oh. Mehr Geld. Das sind meine Fans. Gibst du die bezahlst du doch, damit sie das machen? Nein. Ich habe sie nur aus Gläsern befreit, in die ich sie gesteckt habe. Gehen wir davon aus, wir waren da schon. Jetzt gerade, dass du nicht hochspringen musst, oder? Quatsch ihn mal an. Das Gebot, reise allein. Du kannst dich auf niemanden verlassen und niemand ist dir ewig treu. Daraus folgt, dass niemand dich begleiten sollte. Ja, das sehe ich. Hier hört ihr es zuerst. Hab keine Freunde.
Sehen wir Domi zu, wie er verliert. Ist halt tatsächlich der erste wirklich anspruchsvolle Boss. Du musst uns kleinen Kack mitnehmen. Dachte mir gerade. Okay, dann sind die Dornen raus. Was kosten dir? Zwei? Okay, zwei. Natürlich zwei. Okay, wir hatten ein stabiler Körper, der bleibt drin. Lovely. Ja, muss ja dann raus. Nein, ich wollte sagen, ich könnte auch den kürzeren Nagel auswählen, aber ich habe schon den kürzesten Nagel, den es gibt. Hi! Ja, es wird ein bisschen dauern. Ich sehe ein gewisses Muster. Wo? In deiner Taktik. Oh Gott. Weißt du, gerade eben, als du noch angegriffen hast, bist du besser ausgewichen. Entschuldigung, ich bräuchte... Ich brauche das Larvenlied. Ja gut, dann musst du erstmal deine Angriffe lernen. Also keine Ahnung, was er kann. Und ich sollte das Larvenlied einpacken. Lass weg. Wenn doch irgendwas, das mir Seele bringt. Kannst du an der Qual reinmachen, dann kriegt er Schaden, wenn du Schaden nimmst. Das hatte ich ja vorhin auch drin. Echt? Ja, das hatte ich ja drin, bevor ich ihn reinnehmen musste. Ah. Bin mir nicht sicher, ob du schon in der Lage bist, ihn zu besiegen. Das weiß ich nicht. Da. Musik. Die Musik ist gut. Aber das überrascht auch nicht weiter. Yeah. Oh Gott. Er ist halt saumäßig schnell, ne? Ja. Yeah. Wie gesagt, Angriffe lernen. Bei dem solltest du echt nicht springen. Ja. Gut, dass ich die gesehen habe. Joa, es ist Sonst so? Ja, sonst geht's gut. Wie ich ihm erst einmal anschreit. Was tut er gar nicht? Tut er das nur, wenn du ihn angreifst? Ja. Oh lol, was? Oh Gott, ich darf nicht. Neben ihm. Oder auf ihn. Hier solltest du nicht springen. Junge! Junge! Ich erinnere mich daran. Ich erinnere mich so gut an diesen Kampf. Eigentlich nicht. Ich weiß nur, dass ich verzweifelt bin. Das Ding ist, wenn ich ihn mit dem Nagel besiegen will, sehe ich rot. Ja, ich hab's auch so nicht gemacht. Entschuldigung, brauch die Seele, gib mir die Seele. Oh, und dann machst du das am Anfang, das ist angenehm. So angenehm, ja.
Wenn man die kleinen Sprünge schaffen würde. Ich fände es übrigens cool, wenn du ihn am Anfang direkt angreifst und dich anschreit, dass es der Hard Mode triggert. Oh. Guter Punkt. Finde ich lustig. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht so, aber ich fände es cool, wenn es so wäre. Oh mein Gott. Hast du gesehen, wie ich an der Wand geglitscht, also nicht an der Wand geglitscht bin, sondern an der Wand gerutscht bin und ich deswegen so einen komischen Sprung gemacht habe? So, ich kann übrigens sagen, dass du noch Upgrades bekommst, die dir durchaus helfen werden in dem Kampf. Befürchte ich auch, ja. Nur so. Nebenbei. Zum Beispiel der 1 Gramm Hochspring-Move und der Erde bist du unverwundbar. Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Und ja, siehst du? Kann ich so lange unter der Erde bleiben, wie ich will? Ja, natürlich! Oh, dass er dich rausholt mit den Stacheln. Das ist so praktisch. Wie aber auch ein Angriffsmuster hat, was nicht von dieser Welt ist. Ja, es ist halt pures Lernen, was er nach was macht. Zum Beispiel, er dasht von oben nach schräg runter, danach macht er direkt das zum Beispiel. Und danach macht er halt. War tatsächlich irgendwann so weit, dass ich das gewusst habe. Nur. Hat's nicht gereicht. Ich würde gerade sagen, nur dass er es nicht viel gebracht hat. Okay. Ja, doch, ich konnte mir ausweichen. Ich habe länger überlebt, aber nicht lang genug. Das rein. Wo ist das Spiel? Da, das rein. Irgendwann habe ich dann. Das rein. Gegoogelt, wie man den machen soll, und dann gibt es anscheinend eine gute Taktik dafür. Das rein. Und das rein. Kann mich auch nicht viel dran erinnern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir erstmal Fortschritt machen, bevor wir diesen Boss weiter versuchen. Was? Du willst den mega schweren DLC-Boss, den man wahrscheinlich sowieso nach der Story machen soll, nicht jetzt machen? Ja. Uzi. Ja, das ist ja tatsächlich richtig. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Ciao, ciao.